Was hältst du von der Frau? Ja, ich glaube, die Trauer war echt. Aber das mit den Schulden glaube ich nicht so. Der mutmaßliche Täter müsste die doch zahlen können, nachdem was seine Schwester über seinen Kontostand erzählt hat. Naja, vielleicht ging es bei dem Streit der beiden Männer um größere Summen. Mehr als 100.000 Euro? Nee, der Geldeintreiber war ein kleiner Fisch. Ich glaube, da muss es einen anderen Zusammenhang geben. Stehen bleiben! Die Scheiße, verdammt! Sehen Sie? Genau das habe ich mir gedacht. Dann sagen Sie uns doch mal, was Sie sich gedacht haben. Ich habe mir gedacht, dass Sie mir eh nicht glauben werden, dass ich diesen Typen vorher nie gekannt habe. Ich meine, was glauben Sie denn? Warum bin ich an dem Abend wohl direkt abgehauen? Mir war halt da schon klar, dass mir diese Geschichte kein Mensch abkaufen will. Also jetzt noch mal von vorne. Sie haben abends ferngesehen und dann? Ja? Wer sind Sie überhaupt? Sie bleiben also dabei. Den Mann, der geklingelt hat, haben Sie noch nie gesehen. Ja, ich habe diesen Typen noch nie gesehen. Dass ich in dieser Paniksituation da dieses Messer schnell griffbereit hatte, das war wirklich reines Glück. Ich schwöre Ihnen, der Typ hätte mich umgebracht. Haben Sie denn vielleicht irgendeine Erklärung dafür, warum der Mann Sie überhaupt angegriffen hat? Aber das ist es ja gerade. Ich zermarte mir schon die ganze Zeit den Kopf. Ich habe einfach keine Ahnung. Vielleicht war es eine Verwechslung. Hatten Sie vielleicht in der letzten Zeit mit irgendjemandem Streit? Gab es Ärger? Irgendwie sowas? Nicht wirklich. Es gab da diesen einen Vorfall mit der Frau in der Kneipe. Sie meinen die Kneipe, vor der wir Sie festgenommen haben? Ja. Ich dachte, da waren Sie nur zufällig. Ja, nicht wirklich. Ich meine, das war halt die einzige Sache, die mir überhaupt eingefallen war. Und ich dachte, vielleicht gibt es ja irgendeinen Zusammenhang. Und deswegen bin ich da noch mal hingegangen. Gut, dann sagen Sie uns doch mal, wann das war mit dem Streit und worum es ging. Das war gestern Abend. Die Wirtin hat mich da erst nach meiner Visitenkarte gefragt, weil ich ihr erzählt habe, dass ich Webseiten programmiere. Und sie wollte gerne eine für ihre komische Kneipe da haben. Das wäre auch alles schön und gut, aber dann hat die auf einmal angefangen, mich megamäßig da anzubaggern. Über die Bezahlung werden wir uns schon einig. Ich hätte da was Besonderes anzubieten. Viel besser als Geld. Na? Sorry, ja? Aber ich stehe nicht auf Frauen. Ich helfe dir schon ans richtige Ufer. Komm, lass mal gut sein. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Ja, aber nur weil Sie von der Frau nichts wissen wollten, engagiert die doch nicht gleich einen Auftragskiller. Und Sie sind ganz sicher, dass die Frau die Wirtin war, ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Die arbeitet da. Und ich glaube, der Laden gehört ihr auch. Ach so. Ich fahr da noch mal hin. Ich hab Lässe später. Gut, Herr Detmar. Während meine Kollegin das überprüft, sprechen wir doch mal über was anderes. Den Rechner, den wir mitgenommen haben, den mit der verschlüsselten Festplatte, Sie wissen schon, den haben wir geknackt. Und ich nehme an, Sie wissen auch, was wir darauf gefunden haben. Sie haben doch behauptet, dass Sie den Mann auf dem Foto nicht kennen. Das stimmt auch. Und warum hat der dann gesagt, dass Sie ihn angemacht hätten, als er gestern Abend hier war? Gut, es tut mir leid, ich habe gelogen. Was hat dieses Schwein behauptet? Ich hätte ihn angemacht. Das ist ja widerlich. Ich erzähle Ihnen mal, was wirklich passiert ist. Ja, das wäre nicht schlecht. Dieser Kerl war den ganzen Abend notgeil. Er hat mich bedrängt. Und dann, als ich auf der Toilette war, dann hat er mich vergewaltigt. Und warum haben Sie nicht die Polizei informiert? Ich weiß, das war ein Fehler. Ja. Aber in meiner Verzweiflung habe ich meinen Freund angerufen und... Tja. Der ist dann los. Und dann ist alles außer Kontrolle geraten. Ich hätte doch nie gedacht,
dass mein Günther von diesem Schwein erstochen wird. Das ist erst der Anfang. Das sind alles Privataufnahmen. Davon gibt es noch Hunderte auf Ihrem Rechner. Ja, es... Ich bin schwul. Ich lebe das halt nicht aus. Ich schäme mich auch dafür, aber... Meine Güte, ist es denn verboten, auf Männer zu stehen? Darum geht es doch gar nicht. Sie stopfen einen Server mit pornografischem Material voll und verchecken den Zugang für teures Geld. Deswegen haben Sie auf Ihrem Girokonto auch über 100.000 Euro, von dem das Finanzamt nichts weiß. Und vielleicht hängt der Mord ja auch irgendwie mit dieser Tätigkeit zusammen. Was? Wieso das denn? Die meisten dieser Aufnahmen zeigen doch Amateure. Ich denke, die Leute wissen nicht mal, dass ihre Bilder im Internet veröffentlicht werden, oder? Vielleicht wollte der Tote aus ihrer Wohnung einfach nur seine Bilder zurück. Alex, was gibt's? In der Vernehmung. Das ist ein Ding. Ja, alles klar. Danke dir. Ciao. Unsere Kollegin hat soeben mit der Wirtin gesprochen. Aha. Und was kommt jetzt? Tja, sie sagt, sie hätten sie vergewaltigt. Was? Was hat die Ihnen erzählt? Soll ich es nochmal wiederholen? Die Wirtin behauptet, dass Sie sie gestern vergewaltigt hätten. Vergewaltigt? Ja. Das ist doch absurd. Haben Sie mir gerade nicht zugehört? Ich stehe auf Männer. Frauen interessieren mich doch überhaupt nicht. Und warum sollte sie das behaupten? Hören Sie, das war alles ganz anders. Na komm. Ich gebe noch einen aus. Dann schließe ich ab. Und dann sind wir ganz allein. Du kapierst es einfach nicht, oder? Ich stehe nicht auf Frauen. Und selbst wenn. Hast du dich mal im Spiegel angeguckt? So eine versoffene Alte wie dich. Die würde ich nicht mal mit der Kneifzange anpacken. Das ist die Wahrheit. Das schwöre ich Ihnen. Hat er die Vergewaltigung gestanden? Nee, ganz im Gegenteil. Er sagt, die Wirtin hätte ihn angemacht und er wollte das gar nicht. Ein Vergewaltiger, der nicht wollte. Interessant. Was aber auch sein könnte. Naja, er sagt, er steht nur auf Männer. Außerdem haben wir tonnenweise Schwulenpornos auf seinem Rechner gefunden. Tja, die hat er gesammelt und auch vertickt. Der ist homosexuell? Ja, der ist schon schwul, aber der lebt das irgendwie nicht so richtig aus, sagt er. Also eher nur so mit Bildchen und Schwulenpornos. Und solche verhinderten Schwulen können keine Frauen vergewaltigen, oder wie? Vielleicht sollten wir einen Psychologen zu Rate ziehen. Und ihr solltet auf jeden Fall noch mal mit der Wirtin reden. Also eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Messerstecherei hängt mit dem Pornohandel des Täters zusammen. Oder er sagt die Wahrheit und die Wirtin hat wirklich versucht, ihn anzumachen. Ja, genau. Also jetzt nehmen wir mal, hörst du mir zu? Ja. Ja. Also, wenn der wirklich nicht auf Frauen steht und er hat die Frau abgewiesen, dann war die vielleicht stinksauer. Und dann hat die ihren Freund auf ihn gehetzt. So könnte es gewesen sein. Dann hat sie ihrem Macke erzählt, dass sie vergewaltigt worden ist. Ja, so genauso, wie sie uns die Story erzählt hat. Ja, genau. Und dann ist der da hingefahren, hat ihn angegriffen. Der Mann hat sich gewehrt mit einem Messer und das Ganze ist eskaliert. Gut möglich, ja. Ja, Gerrit? Alex, hör zu. Der Psychologe hat gesagt, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass der schwule Täter eine Frau vergewaltigt. Ja, unwahrscheinlich oder ausgeschlossen? Du weißt doch, hundertprozentig kann man es nie sagen. Es wäre besser, ihr bekommt ein Geständnis von ihm. Ja, wir probieren's mal. Erstmal muss unser Kollege aufhören mit dem Lesen. Bis nachher, Gerrit. Tschüss. Sie haben doch gesagt, der Mann habe sie vergewaltigt. Das kann gar nicht sein. Der Mann ist schwul. Wie wär's denn vielleicht mal zur Abwechslung mit der Wahrheit, Frau Bruns? Dieses Schwein hat mein Leben zerstört. Hast du dich mal im Spiegel angeguckt? So eine versoffene Alte wie dich. Die würde ich nicht mal mit der Kneifzange anpacken. Du verdammt.
alte Schwein. Günther, bist du noch wach? Mir ist etwas Furchtbares passiert. Da war dieser Typ, er ist mir auf die Toilette gefolgt. Ich habe noch versucht, mich zu wehren. Aber er war stärker. Er hat mich vergewaltigt. Nein? Nein, ich will keine Polizei. Ich will, dass du das selbst regelst. Mach ihn fertig. Und kurz darauf war er tot. Das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Ulrike Bruns wurde wegen Anstiftung zum versuchten Totschlag und falscher Verdächtigung zu 5 Jahren Haft verurteilt. Martin Detmer wurde wegen Steuerhinterziehung und Verbreitung pornografischer Darbietungen zu 1 Jahr auf Bewährung verurteilt. Martin Detmer wurde hinsichtlich des Tatvorwurfs des Totschlags freigesprochen.